Hallöchen, liebe Fans und Zuschauer, Zuschauerinnen. Ja, der dritte Teil, Dragon Age Origins. Also, das ist also ein Heinz hier, das ist der Soris und das ist meine Elfe hier. Ja, jetzt ist mir aufgefallen, jetzt habe ich hier noch irgendwie so ein Avatar hier stehen. Das heißt also, dass mein Partner, Moment mal, gehen wir mal rauf und rechts unten können wir sehen, Level 1, Klasse Krieger. Ein Klasse Krieger ist das. Gesundheit 115. Ausdauer 120 und Erfahrung Watt 0 von 2000. Gehe ich auf meine drauf, Level 1, Klasse Schurke, Gesundheit 100, Ausdauer 110 und schon 149 Erfahrung von 2000. Ja, in der zweiten Folge war ja so ein handsome Mensch, also so ein richtig gut aussehender People. Und der da einfach mal so ins Dorf gekommen ist. Jetzt muss ich mal gucken, wo steht der eigentlich? Wo steht der eigentlich? Naja, versuchen wir mal irgendwo hinzulaufen. Kommt eigentlich unser Soris mit? Okay, so ein bisschen kommt er ja mit. So, wo ist denn jetzt der Heinz? Wir sollten ja mit ihm reden. Mal gucken. Ach, ich muss hier auf das Danken, ein Tag der Freude. So, Danken ist da hinten, also. Hoffentlich wird Danken uns es danken. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh. Da ist der Heinz, dann gehen wir mal hin. Good day. I understand congratulations are in order for your impending wedding. Oh. Er kommt, um Glückwünsche zu bringen. Das finde ich ja nett. Ihr seid hier unerwünscht. Das ist eine private Feier. Reden wir über eure bevorstehende Trachtprügel. Danke, aber bitte geht. Ich will Unannehmlichkeiten vermeiden. Führen euch Geschäfte hier, Herr Mensch? Ja, das werde ich. Dafür werde ich mich jetzt entscheiden. I do. I believe, however, that I may have already found what I was seeking. Okay. Und was wäre das? That is my business. Oh, toll. Okay, da will er nicht mit der Sprache rausrücken. Dann geht jetzt. Und wir helfen. Oder wir helfen. Ihr macht uns nur Ärger und jetzt verschwindet. Okay, dann bin ich mal ein bisschen schnippischer und sage, dann könnt ihr ja jetzt gehen. I'm sorry, but I have no intention of leaving. Also er macht ja für mich einen ruhigen Eindruck, also nett, freundlich, aber geheimnisvoll. Schön, vielleicht können wir uns ja jetzt einigen. Ich sage es euch noch einmal im Guten, dann macht euch auf eine Abreibung gefasst. Nee, ich mache jetzt eins. Anderes mit zu brutal. She keeps her composure even when facing down an unknown and armed human. A true gift, wouldn't you say, Valendrian? I would say the world has far more use of those who know how to stay their blades. It is good to see you again, my old friend. It has been far too long. Aha. Mhm. Interessant. Also, ihr kennt diesen Menschen, Ältester? May I present Duncan, head of the Grey Wardens in Ferelden. Ah. Das ist, dann ist er gut, dann ist er gut. Du, sein Freund. Das ist ein grauer Wächter. Darf ich vorstellen, Duncan, Oberhaupt der grauen Wächter. Naja, grauer Wächter, ich weiß ja nicht. Was führt ein grauen Wächter hierher? Er ist immer noch ein Mensch, er sollte nicht hier sein. Sehr erfreut, Duncan. Und wie geht... Tja, schwierig, schwierig, schwierig. Okay, dann fragen wir erstmal, was er hier will. The worst has happened. A blight has begun. King Kaelin summons the Grey Wardens to Ostagar to fight the Darkspawn Horde alongside his armies. Yes, I had heard the news. Still, this is an awkward time. There is to be a wedding, too, in fact. So I see. By all means, attend to your ceremonies. My concerns can wait for now. Very well. Children, treat Duncan as my guest. And for the Maker's sake, take your places. Please, do not let me interrupt further. We shall speak more later. Okay, jetzt gibt's wieder Codex-Einträge. Ganz viele. Super geil. Quest aktualisiert. Fahre mit der Hochzeitsfeier fort. Der Mensch, wegen dem Soris beunruhigt war, ist Duncan, ein grauer Wächter und Freund. Von Valendrian.
Er ist hier, um mit den Ältesten über irgendeine Verderbnis zu sprechen, aber das ist weder für dich noch für Zoris von Belang. Euch erwarten eure Hochzeiten. Geh nach oben auf die Plattform, wo dein Bräutigam auf dich wartet. Ja, toll hier. Befehlston. So, Codex, gucken wir mal. Das sind wieder irgendwelche Informationen. Die dunkle Brut, okay. Die Hebamme der dunklen Brut. Ich sag mal, das ist Flavortext. Ja, okay, das ist Flavortext. Was ist denn das hier? 153, die grauen Wächter. Die erste Verderbnis hatte bereits 90 Jahre gedauert. Die Welt lag im Chaos. Ein Gott hatte sich erhoben, böse und verdorben. Die verbliebenen Götter von Okay, das sind Flavortexte, die werde ich hier nicht vorlesen, die werde ich mal außerhalb des Let's Plays mir selber mal aneignen, damit ich mir so ein bisschen Hintergrundwissen bringen kann. So, dunkle Brut, das hatten wir gehabt. Also, so, aha, Charaktere danken. Okay, das ist einer. Okay, das ist der Duncan-Mensch. So, dann gibt es noch Magie und Religion. Da muss ich auch noch irgendwie durchsteigen, was das zu bedeuten hat. Die Verderbnis. Die Verderbnis, aha. Ist das nicht das Verderbnis? Oh yeah. Im Geheimen wirken sie Zauber und Zauber. Wie schon gesagt, ich werde mir das alles später durchlesen. Außerhalb des Let's Plays. Wir wollen ja schließlich Action haben. Ich soll also jetzt hier, da oben, zur Plattform gehen, zur Hochzeit. Ach, der Obbe! Okay, warte mal hin. Und da stehen sie. So, dann werde ich mal... Oh Gott, da stehen sie alle schon rum. Ich habe keine Lust. Ich werde zwangsverheiratet. Oh, Soros, there you are. I was afraid you'd run off. No, I'm here. With Nella Ross's blushing bride in tow. Reluctantly, no doubt. Elendrian and Mother Boan are here. Time to face the music. Time to face the music. Zeit für die Musik. Naja, to listen to the music wäre besser. Wenn's denn sein muss, zwing mich dazu. Auf mein Zeichen laufen wir los. Hä? Wenn es denn sein muss, zwing mich ja. Okay, auf mein Zeichen laufen wir los. You had your chance to run, coward. Friends and family, today we celebrate not only this joining, but also our bonds of kin and kind. We are a free people. But that was not always so. Andraste, the Maker's prophet, freed us from the bonds of slavery. As our community grows, remember, that our strength lies in commitment to tradition and to each other. Thank you, Valendrian. Now let us begin. In the name of the Maker who brought us this world, and in whose name we say the Chant of Light, I... Milord, this is an unexpected surprise. Sorry to interrupt, Mother, but I'm having a party, and we're dreadfully short of female guests. Milord, this is a wedding! If you want to dress up your pets and have tea parties, that's your business. But don't pretend this is a proper wedding. Now, we're here for a good time, aren't we, boys? Just a good time with the ladies, that's all! Let's take those two, the one in the tight dress and... Where's the bitch that bottled me? Over here, Lord Vaughn! Let me go, you stuffed shirt son of a... Oh, I'll enjoy taming her. And see the pretty bride. Don't worry, I won't let them take you. Ja, sehr fies. ja, ich bin jetzt erstmal... Also, der will irgendwie die Hochzeit stören. Und er sagt ja zu meiner Tascha hier, oh, pretty bride, ich komme schon klar, wir müssen kämpfen, ich gehe mit ihnen, alles wird gut, lauft, wir müssen hier weg, ich lasse nicht zu, dass sie Shiani verschleppen. Okay, als Freundin werde ich das wohl mal sagen.
Ah, yes. Such a well-formed little thing. You villains! Oh, that's quite enough. I'm sure we all want to avoid further, unpleasantness. Bitte tut niemanden etwas, fasst mich ja nicht an, bringt euch um, nehmt mich mit, aber lasst die anderen gehen. Lasst sie gehen, ihr habt dazu kein Recht. Nehmt mich mit und lasst die anderen gehen. Okay, war ein bisschen selbstopferisch. That wouldn't be much of a party now, would it? Oh, we're gonna have some fun. Führe einen Rechtsklick auf den Gegner aus, den du angreifen möchtest. Setze Talente wie Festhalten, Schuss oder Zauber wie die eisige Umarmung ein. Eisige Umarmung, aha. Indem du mit der linken Maustaste auf die Fähigkeit deiner Schnellleiste klickst und danach mit der linken Maustaste auf den Gegner klickst, blub und bläh schon weg. Was war denn jetzt? Make her keep us. Make her protect us. Stop it. You're driving me insane. Oh, thank the Maker you've come to. We were so worried. Okay, wir sind verschleppt worden, denke ich mal. Das ist ja richtig irre. We're in the palace, of course. Doubt we're getting the tour. They locked us in here to wait until that bastard is ready for us. Also, das schockt mich. Ich bin gebannt, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja richtig cool. Okay, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Dann müssen wir sofort hier raus. Wir töten erst eher das Quatsch. Er kommt gewiss zur Vernunft, wenn er wieder nüchtern ist. Nö. Wir werden vermutlich vergewaltigt, geschlagen und dann getötet. Ja, machen wir mal. Make her keep us. Make her protect us. Make her keep us. Make her protect us. Great. Now this again. Codex aktualisiert. Oh, war ja. Okay, die Gebote des Erbauers. Okidoki. Das war wieder ein Codex-Eintrag. Was gab es da noch? Charaktere, Steuerung. Erstmal nur kurz überblicken. Steuerung. Aha, hier die Steuerung. Drei neue Sachen. Das sollte man sich auf jeden Fall angucken. Weil da war ja im Vorbild eine Anleitung. Der Taktikbildschirm ist ein Werkzeug, mit dem du die Aktion und Reaktion deiner Gruppe in je nach der Situation im Kampf festlegen kannst. KI, allgemeines Verhalten. Das allgemeine Verhalten eines Gruppenmitgliedes wird mittels des Auswahlmenüs am oberen Ende der rechten Bildschirmseite festgelegt. Es soll beispielsweise Feinde sofort angreifen oder eher vorsichtig sein. Bevorzugt dieses Gruppenmitglied Fern- oder Nahkampfwaffen. Mit den Taktikfeldern kannst du automatische Aktionen festlegen, die das Gruppenmitglied in bestimmten Situationen ausführt, wie etwa das Wirken von Heilung. Sobald ein Gruppenmitglied weniger als 50% Gesundheit hat, Taktiken werden in einer nummerierten Liste angezeigt. Jede Taktik erfordert eine Bedingung und eine Aktion. Bla bla, oh Gott. Die Bedingung legt fest, wenn die Taktik ausgeführt wird, die Aktion... Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Das ist ja richtig Matsch. Ach, endlich mal kleiner Text. Umgebungskarte. Die Umgebungskarte zeigt das aktuelle Gebiet. Okay, das ist klar, das weiß ich. Gruppenmitglieder kontrollieren. Das ist wichtig. Ein neues Gruppenmitglied hat sich dir angeschlossen. Ja, dieser Saiyan. Du kannst diesen Charakter direkt kontrollieren, indem du mit der linken Maustaste auf sein Porträt oder auf die Figur selbst klickst. Alternativ kannst du im Taktiken-Menü einstellen, ein Doppelkreuz hier, wie die KI ihn oder sie steuern soll. Aha, ja Leute, jetzt wird es für mich, würde ich mal sagen, dramatisch. Aber ich bin ja alleine hier. Okay. Okay. Aha, ich muss mit ihr quatschen, was? Was macht sie hier? Ah, die heult rum. Shiani. Okay, Shiani, komm. Sag was. Look, we'll do what they want. Go home and try to forget this ever happened. She's right. It'll be worse if we resist. It'll be worse if we don't. Someone's coming. Mhm. Okay. Erstmal vorbereitet sein und auf Order warten. Oh, ist das irre.
Hello, wenches. We're your escorts to Lord Vaughn's little party. Stay away from us! What? You killed her! I suppose that's what happens when you try teaching whores some respect. Now, you grab the little flower cowering in the corner. Horace and I'll take the homely bride and the drunk. You two, find the last one. She's the scrapper. Don't worry, we'll be perfect gentlemen. Now you heard the captain. Be a good little wench or you'll end up like your friend there. Oh, shocking. Versuch's nur mal sehen, welchen Teil du das als erstes verlierst. Ja, kommt her, ich bin auch anständig. Können wir nicht ein kleines Geschäft machen? Ich glaube, die lassen sich auf keine Geschäfte ein. Bitte tut mir nicht weh. Also Leute, das ist... Puh, versuch's nur mal sehen, welchen Teil du als erstes verlierst. Ja, kommt her, ich bin auch anständig. Können wir nicht. Okay, ich nehme die 1. Ich weiß nicht, also das ist ja irre. Horace was right. She's a scrapper. Hello? Oh, look at this. A little elfling with a stolen sword. Was nun? Sword. Oh, jetzt wird's interessant. What the heck? Was muss ich jetzt machen? Du befindest dich in einer Kampfsituation. Es ist überaus wichtig, den Überblick über die über Schlachtfeld zu behalten. Zoome im Kampf heraus, runterscrollen, um deine Lage besser einschätzen zu können. Mit Leertaste kannst du das Spiel pausieren, um deine Taktik festzulegen. Moment mal, das ist jetzt irgendwie pausiert. Ich habe 2 Geschner. Und da hinten ist mein Saiyan. Jetzt muss ich selber mal untersuchen. Ja, für die Leute, die das Spiel hier kennen, werden natürlich sagen, was geht? Frei bewegen. Gruppenauswahl ein und aus. Achso. Ah, er bewegt sich. Ja, das sieht man hier im Hintergrund. Kampftipps. Du befindest dich in einer Kampfsituation. Taktik festzulegen. Ja, was mache ich denn jetzt? Moment mal. Taktik. Taktik. Zack. So. Tasha ist Schläger. Ach, deswegen. Und behalten ist Standard. Passiv, aggressiv, Fernwaffe, vorsichtig, defensiv. Ja, da selbst mit einer Kampfwaffe. Leute, das ist so kompliziert hier. Moment mal, kann ich hier weiter? Ah, Soris. Voreinstellung eigen. Standard, Schildschlag. Gegner, Gesundheit, Ziel, Bedingung. Das verstehe ich jetzt alles nicht. Das verstehe ich alles nicht. An dieser Stelle brauche ich wohl jemanden, der mir dabei hilft. Und zwar live, wenn ich es mal wieder spiele. Und dann müsste ich einen Gast einladen, der sich mit diesem Spiel wunderbar auskennt. Und ich hoffe, derjenige fühlt sich jetzt auch angesprochen. Weil ich kann hier einfach nur probieren. Ich habe keine Ahnung, was hier mit den Kampftaktiken alles ist. Moment mal, ich gehe mal auf Tasha. Habe ich denn überhaupt eine Waffe? Ich habe gar keine Waffe, aber der Typ hier hat mir doch eine Waffe zugeschoben. Ja, und jetzt? So, Schwedge? Schwedge. Also, er geht auf mich zu wahrscheinlich. Pass mal auf, ich würde mal Soris sagen. So, der soll auf ihn hier zugehen. Mache ich das mit Linksklick oder Rechtsklick? Ah, okay. Okay, Leute. Nein! So. Okay, dann sie anklicken. Und ihn kämpfen. Und hier steht dann, greift an, greift an. Oh, weia, Leute. Dann würde ich mal sagen. Was ist das jetzt? Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Indem ich Space drücke. Mal gucken, was passiert. Ich bin selber gespannt. Achtung! Was? Wieso ist denn das jetzt schon wieder pausiert? Du befindest dich in einer Kampf... Ja, das haben wir schon gelesen. Okay. Stopp. Wieso habe ich keine Waffe?
Das ist übel. Wie viel Leben habe ich denn noch? Steht das hier? Ach ja, Gesundheit 67, 100. Die Wache hat... Was kann man denn hier bei der Wache... Oh, da oben. Nee, nicht so gut. Wo ist denn das Schwert? Kann ich das Schwert nicht aufnehmen? Wieso kloppt die... Oh, guck dir das mal an hier. Was ist denn hier los? Matrix, Bullet Time. Oh weia. Also das ist ja schon mal nicht unter 18 Jahren geeignet, das Spiel. Ja, die Musik ist auch schön im Hintergrund. Plänkel. Mal gucken, wo ist die Waffe? Ich glaube, ich gehe nochmal hier drauf. Sie greift an. Ne, Moment mal. Taktiken. Moment mal, gibt's denn hier? Vielleicht muss ich erstmal die Waffe annehmen. Vielleicht ist ja die im Inventar drin. Moment mal, das sind Waffen. Oh, okay. Armbrust, Ulme. Okay. So, gut. Mhm, okay. Leute, ist das... Jetzt habe ich die Waffe angelegt. Na, jetzt hat sie auch wenigstens hier ein Dings, ein Schwertje hier auf dem Rücken. So. Wenn ich jetzt weitermache, dann zieh mal bitte das Schwert. Ich gehe auf jeden Fall nochmal hier hin. Zieh das Schwert, genau! Alter, ist das übel. On your guard! Come on! Hallo, Tascha, greif ihn an. Ich dachte schon. Jedes Mal, wenn du eine Stufe aufsteigst, gewinnt dein Charakter neue Fähigkeiten und verbessert seine Statistiken. Führe einen Linksklick auf das Plus-Symbol neben dem Porträt deines Charakters aus, um ein Level aufzusteigen. Also hier oben. Machen wir doch auch. Aha. Attribute 3 Stück. Mhm. Gibt's hier noch... Ach, Spezialisierung keine. Mhm. Okay, das hatten wir ja ganz zu Anfang gehabt. Mit den Sachen. Also kann ich mir hier sozusagen die Stärke, die Geschicklichkeit und die Willenskraft. Magie, Klugheit, Konstitution. Also ein bisschen Stärke, ein bisschen Geschick, ein bisschen Konstitution. Und dann würde ich sagen, weiter. So, Aufstieg. Oh, Fähigkeiten. Ein Pluspunkt. Manipulationsmeister. Aha. Das sind also die Grünen, die ich aussuchen kann. Verstehe. Ja, was kann ich denn hier mal... Moment, was ist denn das hier? Manipulation. Das ist Stehlen. Fallenbau könnte ich machen. Überleben. Passiv. Benötigt 10 Klugheit. Der Charakter kann Wesen in seiner Nähe, deren Stufen unter seiner liegen. Also seine eigenen liegen, aufspüren. Diese Fähigkeiten gewährt ihm außerdem einen geringen Bonus auf Naturresistenz. Kräuterkunde. Mhm. Kampfausbildung. Ich finde, das sollte man machen. Jetzt in dieser Situation. Okay, dann werden wir mal eine Kampfausbildung machen. Weiter. So, Aufstieg. Oh, Talente. Also wir haben ja Schurke. Und das sind die einzelnen Stufen. Okay, aber hier haben wir noch was. 2 Waffen. Bogenschießen. Hm, jetzt ist auch endlich Bogenschießen freigeschaltet. Hm. Erstmal gucken. Verstohlenheit. Der Schurke hat gelernt, sich den Blicken zu entziehen. Das haben wir. Ach, das wollten wir machen. Was haben wir hier? Geschickte Hände. Ich glaube, ich muss mal erstmal ein bisschen im Kampf weitergehen. 2 Waffenausbildung. Was haben wir hier? Doppelschlag. 2 Waffen anhaltend. Reichweite selbst. Waffenstreich. Charakter schwingt beide Waffen. Achso, Bogenschießen. Nee. 2 Waffen, Doppelschlag. Machen wir 2 Waffen. Sicher ist sicher. Ich würde mal sagen, das war's. Can't believe they killed her. Are you all right? They didn't hurt you, did they? Ich bin ja voll gesaut und du bist noch sauber. Was soll das denn? Oh, die
anderen brauchen uns. Mir geht's gut. Bin nur etwas schwach. Mich erschüttert nichts. Du weißt du, wo hast du denn das Schwert her? Ja, das würde ich mal fragen. Bin neugierig. That Grey Warden Duncan gave Nelaros and me his sword and crossbow, but that's all we have. Mhm. Gehen wir. Wir besorgen uns unterwegs Waffen. Warum ist Duncan nicht mitgekommen? Mhm. Musstet ihr euch wegen den Weg freikämpfen? Machen wir mal. We snuck in, although Nelaros took down a guard. He's a savage fighter. Nelaros is guarding the end of the hall. Let's figure this out with him. We should hurry before something happens to the others. Okay. Gut, das sind immer so Tipps. Und jetzt sollte ich mal... Alter, wieso bin ich denn so dreckig? Was ist denn das hier für eine Bude? Irre. Na, schauen wir mal. Der Nelaros. Ach, hier müssen wir erstmal gucken, wer das alles hier ist. So kann man sich hier stärken. Aha. Spirituosenschrank. Oh, wow. Und Kugel hier. Branntwein. Oh, mal gucken. Nehmen wir mal Branntwein. Oh, währenddessen kriege ich Erfahrung. Das ist gut. Wer ist Ette? Auf jeden Fall keiner, den man ansprechen kann. Okay, hier gibt es lustige Sachen. Rattengift. Mal gucken, gibt es irgendwelche... Nö. Rattengift kann man immer gebrauchen. So, jetzt war auch noch was. Säcke. So, Tiefenpilz. Tiefenpilz. Pilze, die unter der Erde in einer unmittelbaren Nähe von Hyrium... Adern wachsen. Außer ihnen regenerativen Kräfte können sie zu Giften verarbeitet werden. Voraussetzung Krieger oder Schurke. Benutzen durch Kauen von tiefen Pilzen wird ein kleiner Teil der Ausdauer des Anwenders wiederhergestellt. Magieranwender profitieren nicht von der Wirkung der tiefen Pilze. Okay. Okay, so ein Tiefenpilz hört sich höllisch an. Gut, dann haben wir sozusagen alles, erstmal gelootet. So, noch was? Nein. Also das Spiel macht Spaß. Das kann ich schon mal sagen. Die Grafik ist auch schön. Die ist, ich finde sie sehr weich und harmonisch. Ach, hier ist ein Koch. Hey, guck mal, ein Koch. What's this? I don't recognize you, Elf. Wait, is that blood? You're bandits, rebels, outlaws. The guards will make quick work of you. Oh! You've no idea how long that Shem's had it coming. Hast du eine Gruppe elfischer Mädchen gesehen? Ich bin Tascha. Oh, da steht endlich mein Name. Das ist Soris. Das war Mord. Komm mit uns, wir können eine helfende Hand gebrauchen. Hm? Okay. Yes, drag them to Lord Vaughn's quarters, they did. You should hurry if you want to help them. Now, if you'll excuse me, I'm getting out of here before the storm hits. Okay. Sturm. So, also, ich bin dreckig, voller Blut. So, verschlossenes Objekt. Du bist eben auf ein verschlossenes Objekt gestoßen. Dann kannst du versuchen, das Schloss zu knacken, wenn deine entsprechende Fähigkeit hoch genug ist. Vielleicht musst du dir aber auch durch ein Abenteurer oder... Verhandlungen einen Schlüssel beschaffen. Was meinen die jetzt? Ein Schloss? Verschlossenes irgendwas? Schlösser knacken? Das mag ich ganz gerne. Ah, hier ist noch was. Was haben wir denn hier? Regale. Ah, das ist diese scheiß Schmiede da. Schmierfalle meine ich. So, leeres Pergament, fein gearbeitete Lammhaut, die für genaue Zeichnungen und... Na, kann man gebrauchen, ne? Ich nehme einfach mal alles. So, also diese Teile, die so aufsternen, das sind Sachen, die man looten kann. Oh, eine transparente Tür, auch schön. So, stopp, was war hier? Wache. Okay. Ach,
ja, lustig. Die Ware kann ich ausrauben. Kettenrüstungshandschuhe, Eisen, Kettenrüstungsstiefel, kleiner metallischer Rundschild. Alles nehmen. Da. Gut. Hier ist noch was. Schwacher Lyriumtrank, Dolch, Eisen, Streitkolben, Kettenrüstung. Alles nehmen. Ja, liebe Fans, wir haben jetzt erstmal alles genommen. Wie es weitergeht, das seht ihr im vierten Teil. Vielleicht lade ich jemanden ein, schon wie gesagt, der mir halt ebenso unterstützend zur Seite steht und mir dabei hilft, hier im nächsten Let's Play mal weiterzumachen. Also, wir sehen uns. Gebt mir einen Daumen, schreibt Kommentare, Tipps oder was ich vergessen habe. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.